Nun ist es amtlich. Ab dem Schuljahr 2009-2010 wird Schwaich im Landkreis Trier-Saarburg zum Standort für ein staatliches Gymnasium. Gestern überreichte die Ministerin für Bildung, Jugend und Kultur, Doris Ahnen, die Organisationsverfügung zum Aufbau dieser Schule an Landrat Günther Schatz. Die Einrichtung eines dreizügigen Gymnasiums im Schweicher Stefan-Andres-Schulzentrum beruht auf einer genauen Bedarfsanalyse, erklärte die Ministerin. Der Bedarf in Schwaich sei höher denn je, waren sich Landrat Schatz und Josef-Peter Mertes, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, einig. Viele Grundschulkinder aus dem nördlichen Kreisgebiet wechseln an die Trierer Gymnasien, die mittlerweile ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. Wachsen die Schülerzahlen weiter an, müssen jedoch auch die Räume im Schweicher Schulzentrum erweitert werden. Auch der Name für das neue Gymnasium steht schon fest. Die Schule wird nach einem bekannten Schriftsteller von der Mosel benannt, Stefan-Andres-Gymnasium. Einer langen Namensdiskussion um das neue Gymnasium ist der Kreis übrigens zuvorgekommen. Da es im Stefan-Andres-Schulzentrum liegt, wird es auch so heißen. Alles andere wäre verwirrend, erklärte Landrat Günther Schatz und präsentierte den Anwesenden gleich das neue Namensschild.